Mahlzeit, Metal und hallo, ich bin jetzt auf dem Weg nach Berlin. Oh, Junge, ich ohne Scheiß. Ich habe mich noch nie richtig erholt vom Trödelmarkt, im ganzen Wahnsinn. Der Sonnenbrand ist so massivst. Ich glaube, das sieht man auch in meinem Maul. Müsste man jedenfalls. Alles komplett verbrannt. Nacken, Schulterbereich, unfassbare Schmerzen. Ich habe noch Tattoo-Creme zu Hause gehabt, zum Glück. Ein bisschen eingecremt. Naja, Sergeant wartet auf mich. Aber leider kommt niemand zum Die Antwort-Konzert mit mir, weil die alle Montag auf Arbeit müssen. Das macht mich so sauer. Naja, mal gucken, was wir bis dahin noch erleben. Psychosen, Maivis. Unendliche Wut. So, angekommen in Berlin gibt es erstmal ein absolutes Gewinnermittagessen von Curry 36 im Hauptbahnhof. Dieser wunderschöne Mann sieht auch wieder äußerst miefig, aber trotzdem sehr eng aus. Junge, das ist frisch gewaschen, die scheiß Hose. Das ist zum Kotzen. Achso, die ist ausgewaschen? Yeah. Ja. Ja. Miefig stimmt trotzdem. Geht in mein Level, ich hab keine Unterhose an. Fuck you. Ich auch, weil ich bin am Wechsel. Ein wunderschöner Wandertag jetzt hier noch. Ewig und drei Tage wird zum Hotel gelaufen. Der Heuschnupfen, der kickt massivst. Und die Wut ebenfalls. Ja. Das ist ja irgendwelche komischen Drucken, irgendwas Pollen an der Linie, Junge. Bitte keinen Baum hast du im Chat. Ich hab wenigstens noch den realen Shit. Den Gräserpollen. Aber du hast einfach nie genug Saves. Fuck you. Da wird direkt die Flucht angetreten. Die Sau war nämlich gerade noch hier. Hat mich wiedererkannt und gesichtet und flüchtet. Ja, Kalb! Da ist der Waschbär in seiner natürlichen Umgebung. Und zwar in Berlin. Gestern war er noch ausgestopft. Er sieht ziemlich jung aus, aufgrund der relativ kargen Beringung des Fells. Aber er sieht auf jeden Fall verdammt eng aus. Die haben aber das Design an der deutschen Botschaft irgendwie nicht zum Positiven geändert, wenn er mich fragt. Ich fand den Adler vorher irgendwie schöner. Problematisch. Was? Problematisch. Ja, wieso? Die haben bestimmt einfach nur auf Restbestände von Flaggen zurückgegriffen, um Geld zu sparen. Null. Egal wo, die Gangstalker sind am Start. Ich habe einfach nirgends meine Ruhe. Das hier ist das Hotel Delta. Das ist unser Schlafplatz für den heutigen Tag. Ja, warum hast du das ausgesucht? Weil es besonders schlechte Rezensionen hat und ich wollte mich davon überzeugen, dass vor mir ein sehr haariger Mensch in diesem Klo geschissen hat. Lest die einfach durch, die scheiß Rezensionen. So, die 307 ist das Objekt der Wahl. Oh, geil. Oh, nee. Yeah. Nein, wie hast du das eingerichtet, du Schwein? Zwei getrennte Betten. So, es wird wieder der Livestream angeschmissen vom Kuhdarm. Aufzeichnungen gibt es inshallah, wenn alles klappt, dann auf dem zweiten Kanal. Und 53 Euro übrigens die Nacht hier. Das ist doch eigentlich, finde ich, ganz legitim. Sorry for the inconveniences, brother. Fuck you. Wir wurden übrigens inspiriert durch das Video von Marvin, dort den Stream zu beginnen. Da kann man nämlich besonders gut castboten. Rein zu speisen während des Livestreams. Sergeant hält gerade den Stream und castbottet. Geil, geil, geil. So, Stream ist vorbei und ich bin wirklich sehr froh, diesen Mann zu haben, der mich jetzt zur Columbia-Halle fährt. Das Konzert geht nämlich in 9 Minuten los. Es ist wirklich hervorragend geplant gewesen. Ja. Beziehungsweise überhaupt nicht geplant gewesen. Ja, hast du gut gemacht auf jeden Fall. Ja. Wie jetzt dich so? 10 Minuten sind wir da. Nee, alles gut, alles schick, alles tippitoppi. Übrigens, wer auch mal mitfahren möchte im Jaguar, einfach eine PN bei Instagram schreiben, ich blende den Namen hier unten ein. Jetzt ist die Motorkontrollleuchte da, glaube ich, drauf, ne? Und jetzt kriege ich bestimmt Hasskommentare. MKL ist an. Jetzt ist es auf jeden Fall drauf. Ja, kann ich erklären, warum. Ist die Kastanie von deinem Sohn? Ja. Hadi, El. Hey.
Mann, ist das peinlich. Wie wenn der Vati mich damals in der Schule abgesetzt hat. Upset when we couldn't tour because of COVID, yo, the fans really miss me. Then I got COVID and I really had a shit week. I was like, fuck, I never ever been this sick. Then on top of all of this, Eminem dissed me. Lol. I told him, say, yo, massa poos. He had to Google it. What the fuck? The brand knows I'm a fan. Just wanted a collab. I still hope that I can. Still can't even fucking believe he knows who I am. Then they try to cancel our band, but wait. Are you gonna cancel our fans? S-R-N-J to the motherfucking A's. Saying you playing like TV statics. Check out the funky 3D graphics. So, Merch wurde erworben und der Mann ist auch wieder da. Der Mann ist weggeschlagen, der hat Hufprobleme aufgrund von zu vielen zurückgelegten Kilometern. Junge, das war unfassbar krass. Also ich habe gerade mal August meinen Meister der Münze beauftragt, mir noch eine Karte für Prag zu holen am Donnerstag und ey, das ist absolut geisteskrank. Also das war so krass, also wirklich, das ging zwar in Anführungsstrichen nur 70 Minuten, das Hauptkonzert, aber ich war froh, dass so weiß, dass ich fast umgekippt bin. Ich habe mich an diesem Merchstand festhalten müssen. Alter, das war wirklich, Schimpansen-Mives. Und wie weit haben wir es jetzt noch? Ja, ja. Es gibt noch einen schönen Lamajun oder Lachmajun. Im Kaplan, im Döner. Ja, nebenan der Grill, da ist eine Auswahl, ich wollte eigentlich Adana verspeisen. Das Leben ist halt hart. Wir sind in einer zwielichtigen Gegend und ich wurde gefragt, auf der Straße gerade von der Dame, da läuft glaube ich die nächste rum. Sieht so aus, als würde sie sich hier nicht ausgehen, weil die sich so umschaut, die Frau. Naja, sie wartet auf jemanden, ich weiß nicht. Jedenfalls wurde gefragt nach einer Unterhaltung und Geschlechtsverkehr. Ich finde das interessant, dass die Frauen hier in Berlin so verzweifelt nach Sex suchen auf der Straße. Also mystisch. Jetzt humpelt er nicht mehr ganz so doll aufgrund der Kamera. Der Mann ist einfach wirklich mal gebrochen. Er ist sogar so gebrochen. Oh, doch, jetzt, ja, jetzt nimmt das doch mit. Ja, die paar Meter. Das war, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch einen riesen Plastikpfandschatz finde, ist halt gering. Ja, der Mann wirtschaftet sehr klug, muss ich sagen. Mehr Plastik als Glas. Das ist nicht die Summe gewesen. Das sind auf jeden Fall Tipps, die man sich annehmen sollte. Ihr ist übrigens wirklich. Man halt bereit sein zu tauschen.
dass man sagt, okay. Ja, ich weiß, ihr. Ja. Ist hier noch. Ah, nee, die wurde mitgenommen. Nee, da ist sie noch, da ist sie noch. Das macht mich immer nur so fertig hier. Jetzt wirklich überall dieses Angebot an Dienstleistungen, das macht mich glücklich. Wollen wir jetzt wirklich schon nach Hause gehen? Statt mal hier. Ich bin vergeben. Ich werde das Bett aufmachen. Ich kann die Kamera auch ausmachen dann. Ja, findet ein Lichtkampf statt. Wir strahlen uns gegenseitig und ein paar letzte Worte, meine Sonne, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach man, warum musst du denn immer nackt sein? Ich bin doch nicht nackt, ich bin völlig bedeckt. Ja, mit einer Decke. Das Problem ist, was da drunter ist. Dieser Mann läuft ja nackt ständig wie diese Bude. Mei. Ich bin prüde. Buddy, my rule. My body, my choice, meinst du? Leider ist das der Fall bei dir. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich bin against choice. Also nur, wenn es um Männer geht. Primär nur, wenn es um mich geht oder den birnenförmigen, miesen. Ach, der birnenförmige hat sowieso nichts zu sagen. Der miefige. Der dreckige. Wir müssen echt aufhören, uns gegenseitig zu beleuchten. So ist es hell und unangenehm. Ja, es soll hell und unangenehm sein. Ein schmutziger. Gummo, 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 das Rauschen ist schon seit gefühlt 5 Stunden weg. Und ich habe mich gerade wecken lassen von dem Hotel Menschen. Es ist genau 11:55. Und vor 5 Minuten hätte ich auschecken müssen. Das Hotel Delta muss ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand das hier sehr angenehm eigentlich. Also für 53 Euro. Also ich bekomme zwar ein paar Euro Rabatt, weil ich hier Level 3 bei Booking bin. Sonst kostet es glaube ich 60 ungefähr. Aber ich muss echt sagen, das ist ganz nice. Und man wacht direkt in einer guten Lage auf. Das Auschecken hat im Gegensatz zu dem letztens hier, wo ich mit dem Schlüsseldienst und Sergeant war, nur 20 Sekunden gedauert und nicht 10 Minuten. So, jetzt gibt es aber hoffentlich bald Frühstück. Es ist 11:45, verdammt. Der Wallace hat leider noch einen Termin, deswegen muss ich noch die Zeit bis dahin vertrödeln. Ich habe noch gar kein Statement zu dem Konzert gegeben, ey, es war so unfassbar krass. Ich habe jetzt auch noch versucht, eine Karte zu bekommen für Donnerstag in Prag, aber leider gibt es keine mehr, das ist ausverkauft, das wurde mir irgendwie falsch dargestellt online, das tue ich. Sehr, sehr schade, muss ich echt sagen. Ich grüße an August an dieser Stelle, der sich immer darum kümmert. Mann, ey. Weil ich habe ursprünglich gedacht, ja, das wird eh alles Playback, das wird irgendwie dünner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Songs auch nur ansatzweise live irgendwie rüberbringen können. Und absolut das Gegenteil war der Fall. Null Playback, unfassbar krass geile Stimmung. Die mussten nicht einmal sagen, put your hands up oder louder oder so. Das war von Anfang an einfach alles am Start. Also unfassbare Crowd. Also da kommt wirklich nur das bei Slipknot dran. Wobei hier teilweise sogar noch krasser war. Bis in die letzten Reihen gingen einfach alle ab. Die Anlage war geil. Es war zwar sehr, sehr eng in dieser Halle, aber ja, die Sauna war es wert. Das war unfassbar gut. Also wirklich eines der besten Konzerte meines Lebens, muss ich echt sagen. Auch wenn es nur 70 Minuten ging. Und das, obwohl es so Hip-Hop-Rap-mäßig ist. Also Wahnsinn. Also wer die Chance hat, mal hinzugehen, absolute Empfehlung, geht raus. Heute absolutes Loser-Mittagessen als Frühstück, denn ich sehe hier nirgends einen Gönnergy. Naja, man kann leider nicht alles sammeln. Mahlzeit! Hallo! Ich halte das nur für Max. Ich gratuliere zu deiner Errungenschaft. Dir ja, ich auch. Aua, aua! Sonnenbrand. Ja! So schmeckt also das gute Leben. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke. Der Zwischengang darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. Danke für die Einladung nochmal. Nun, der Hauptgang ist eingetroffen. Ein Hoch auf das gute Leben. Oh, hallo. Der gute Mann mir gegenüber hat eigentlich darauf bestanden, auf diesen Nachtisch zu verzichten. Ich habe einfach für ihn mitbestellt. Haben wir heute eigentlich schon mal den Nachtisch eingenommen?
kann wirklich nicht mehr. Wir haben gerade bestimmt viel Gerichte pro Person gegessen. Ich freue mich schon auf den Nachtisch, nach dem Nachtisch. Ich kann ihn mehr. No. Naja. Ich möchte nicht dick werden. Das ist meine größte Angst. Bevor es nach Hause geht, wird ein bisschen kargespottet auf der Bank aller Bänke. Und dieser wundervolle Mann noch etwas wie nennt man das? Gekrault, ja. Ich wollte schon sagen, gecremt. Aber ja, zum Eincremen kommt es heute leider nicht mehr. Bleib doch in Berlin und kannst bei mir schlafen. Wird es aber nie einfach gemacht. Er hat gesagt, er will. So, danke auf jeden Fall Trimax für die Fanpost, das ist so fick. Ja. Alter! Alter! Das ich notiere mich auch wirklich von dieser rücksichtslosen Art und Weise zu fahren. Ich mich nicht.